Ich hab's versprochen und heute ist es soweit. Ich gebe dir heute einen Einblick in meine RAW-Konvertierung. Ich habe vor kurzem dieses Bild hier gepostet und da kam die Frage auf, beziehungsweise da kam der Kommentar, mich würde das Setup interessieren. Und da kann ich dir sagen, viel interessanter ist, glaube ich, eher die RAW-Konvertierung, denn ich jetzt auf jeden Fall mal ganz kurz, wie es in der RAW-Konvertierung aussieht. Also ich werde jetzt nicht einfach durch die einzelnen Reiter springen und dir die Einstellungen zeigen, sondern ich werde das Ganze mal Stück für Stück mit dir durchgehen und werde dir versuchen, kurz und knapp zu erklären, warum ich was gemacht habe. Ja, ist ja auch Sinn und Zweck, es bringt dir ja nichts, wenn du jetzt hier meine Einstellungen siehst, sondern der Clou dahinter ist ja zu verstehen, warum man etwas macht. Deswegen zeige ich dir jetzt mal die nackte Wahrheit und stell das Ganze mal auf Kamera RAW Standard zurück. Dann siehst du nämlich mal, wie das Bild aus der Kamera gekommen ist. Boop. Das erste, was ich eigentlich bei fast allen Bildern mache, ich gehe in die Objektivkorrektur und aktiviere zum einen die chromatische Aberration entfernen, also diese Checkbox. Ganz egal, ob du chromatische Aberrationen in der Vorschau siehst oder nicht, aktiviere einfach diesen Haken, der schadet nicht, der macht diese unschönen magenta-grünen Säume einfach weg, egal ob du sie siehst oder nicht. Das zweite, was ich mache, ist einmal die Profilkorrektur aktivieren. Dann springt er automatisch auf das Objektiv, was verwendet wurde und ja, du siehst, dass es eine kleine Veränderung im Bild gibt. Ja, das Ganze wird hier einmal so ein bisschen ausgeglichen und die Vignette wird entfernt. Und das ist mir zum Beispiel ganz wichtig. Ich mag Vignetten im Bild. Ultra gerne, aber ich habe gerne die volle Kontrolle selbst darüber, wo und wie intensiv ich sie denn überhaupt einsetze. Deswegen aktiviere ich in dem Fall die Profilkorrektur. So, das war es auf jeden Fall mal zur Vorbereitung. Jetzt springen wir mal in den ersten Reiter und widmen uns mal dem interessanteren Teil. Ich habe mir als erstes gedacht, ich mag das eigentlich so ein bisschen kühler haben. Deswegen bin ich mit der Farbtemperatur ja, so ein bisschen bläulicher und grünlicher haben. Mag ich ganz gern. So, was habe ich dann gemacht? Dann habe ich definitiv erstmal die Tiefen aufgehellt, um einfach mehr Struktur in den Tiefen hier zu kriegen, ja, um mehr Zeichnung zu bekommen. Denn vorher war es eigentlich fast eine schwarze Fläche, aber ja, jetzt erkennen wir hier eigentlich überall was und wir haben definitiv keine rein schwarzen Stellen mehr. Ne? Wenn ich mir jetzt hier oben diese Warnungen mal einblenden lasse, das sind übrigens die Überbelichtung und Unterbelichtungswarnungen. Wenn man die aktiviert hatte, dann ja, hat man so im Bild so, also wenn du das jetzt hier siehst, dieses blaue gekrisselte, das sind dann die Stellen, die wirklich noch reines Schwarz sind. Aber alles im toleranten Bereich ist ja eigentlich auch gar nicht so wichtig. Ne? Überbewerte das Ganze nicht, sondern es darf durchaus Bereiche geben, die komplett weiß sind oder komplett schwarz. Mag ich zum Beispiel sehr, sehr gerne. Gehen wir mal weiter. Ich habe die Tiefen, wie gesagt, ein bisschen aufgehellt, damit ich jetzt hier einmal mehr Zeichnung bekomme. Und normalerweise geht man ja dann mit den Lichtern zurück, damit man auch in den hellen Bereichen, wie hier oben an der Wange oder an der Stirn, einfach wieder mehr Zeichnung bekommt. In dem Fall aber erhöhe ich die Lichter. Das ist mir einfach ein Grund, weil ich einfach dieses Streiflicht, was ich hier an der Stirnwange oder an der Brust oder hier an dem Bein habe, einfach noch intensiver haben möchte. Weil ich im Vorfeld eigentlich genau weiß, dass der vordere Teil hier abgedunkelt wird. Also, Tiefen aufgehellt, Lichtern noch ein bisschen intensiver gemacht. Dann habe ich dem Ganzen ein kleines bisschen Kontrast gegeben, weil es mir dann ein bisschen zu flau wurde. Und dann habe ich die Lichter und die Tiefen über dem Weiß- und Schwarzregler jetzt wieder fein justiert. Erst habe ich dafür gesorgt, dass das Bild eigentlich technisch korrekt fast ist. Und jetzt lasse ich bewusst einige Bereiche absaufen oder überstrahlen. Wenn ich jetzt hier das Weiß mal nach rechts ziehe und du jetzt hier wieder diese Stellen betrachtest, also die mit dem Streiflicht, dann siehst du, dass die richtig schön herausgearbeitet werden. Ja, das gibt denen so einen richtig schönen Touch. Und das Schwarz im Gegenzug dunkeln wir einfach ab. Und so kriegen wir wieder richtig schönen Kontrast ins Bild. Da habe ich ein bisschen die Klarheit erhöht. Bei dem Klarheitsregler, da gebe ich dir den Tipp,
sei wirklich sensibel. Also den wirklich sehr, sehr subtil anwenden, denn mit der Klarheit erhöhst du die Kontraste in den Mitteltönen. Das sieht man eigentlich hier an dem Kissen ganz schön, wie die Struktur so ein bisschen rauskommt. Aber wenn du es übertreibst, und ich mache das jetzt mal bewusst, dann siehst du, dass das, also jetzt hier bei 100%, das, ja, brauchen wir nicht drüber reden, das ist gruselig im Gesicht. Es wirkt einfach total schmutzig und, nee, also wenn sie ein Soldat wäre, dann wunderbar, Klarheit, richtig raufballern, alles kein Thema, aber in dem Fall, nö. Geh mal ganz subtil ran, so 10, 12, 15%, mehr braucht's wirklich nicht. Jetzt erhöhen wir noch ein bisschen die Dynamik. Die Dynamik, die ist ja dafür da, dass wir jetzt die weniger gesättigten Farben im Bild einfach ein bisschen anheben, dass sie ein bisschen gesättigter werden und die stark gesättigten Farben eigentlich so bleiben, wie sie sind. Und im Gegenzug reduzieren wir jetzt die Sättigung von dem ganzen Bild einfach mal ein bisschen. Ja, das war mir alles so ein bisschen zu aufdringlich anfangs, deswegen habe ich die Sättigung einfach mal, ja, ein bisschen reduziert. Also 25%, machen wir so. Soweit so gut. Jetzt ist mir die ganze Chose aber noch deutlich zu hell, deswegen reduzieren wir auch einfach mal die Belichtung und hier gehen wir einfach mal wirklich auf, ja, also minus 1,15, 1,2. Das ist so ungefähr die Richtung, in der ich mir das so vorgestellt habe. Ja, das ist, da wollte ich hin. Jetzt bin ich aber auch ein Freund davon, wenn die Tiefen, die absoluten Tiefen, kein reines Schwarz ist, sondern wenn das einfach so ein bisschen dumpf ist. Ja, das ist so, ja, das gibt für mich so diesen gewissen Touch, so das, diese Stumpfe. Und das mache ich hier in der Gradationskurve. Also, zweiter Reiter, dann einfach den Punkt hier links unten anklicken und nach oben ziehen. Und dann siehst du, dass das Bild eigentlich ein bisschen heller wird, aber dass das einfach so ein bisschen stumpfig wird. Super geil. So, jetzt passiert aber Folgendes. Wir definieren ja hiermit einen neuen, ja, Tiefpunkt, also die dunkelste Stelle im Bild ist jetzt nicht mehr reines Schwarz, hier unten, sondern irgendwie so ein Grauwert, der so ein bisschen über Schwarz liegt. Das siehst du auch hier oben an dem Histogramm, dass sich die ganze Kurve jetzt, dieser ganze Berg, einfach ein Stück nach rechts verschoben hat. Wenn ich das Ganze jetzt wieder nach unten ziehe, dann docken wir hier ganz links an, aber wenn ich das jetzt nach oben ziehe, dann rutscht das Ganze ein Stück weiter nach rechts. Und das will ich. Was ich allerdings nicht will, ist, dass die Dreiviertel-, Mittel- und Vierteltöne sich mit aufhellen. Also setze ich hier jetzt einen neuen Punkt und ziehe den ganzen einfach wieder nach unten. Und so bekomme ich den Look, der dieses Bild eigentlich ausmacht. Und dann gibt es jetzt eigentlich nur noch eine Sache, die ich gemacht habe, und zwar in der Teiltonung habe ich die Lichter nämlich ein bisschen blau eingefärbt und bin mit der Sättigung ein Stück nach oben gegangen, 20, ja, Pi mal Daumen. Und die Tiefen, die habe ich, ja, so ein bisschen ins Orangene gedreht. Also hier habe ich wirklich ganz, ganz subtil so ein bisschen, ja, so ein Orange reingegeben. Und das ist mein Bildstil. Mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe keine Verlaufsfilter oder Radialfilter oder Pinsel, irgendwas eingefügt. Nein, ich habe wirklich nur die Teiltonung benutzt, die Gradationskurve, natürlich die Objektivkorrektur noch dazu und die Einstellung hier vorne. Wenn ich mir das jetzt so angucke, ist mir das ein bisschen zu blau. Das heißt, ich würde die Farbtemperatur noch ein bisschen wieder ins Warme ziehen und das Weiß auch wieder ein Stück zurücknehmen. Das ist mir hier oben dann doch ein bisschen zu arg. Steuere ich immer über die Lichter. Aber das ist auf jeden Fall mein Weg in der RAW-Konvertierung gewesen. Dann habe ich natürlich noch ein bisschen was in Photoshop gemacht, aber nur ganz, ganz wenig. Das will ich dir jetzt auch nochmal zeigen. Und zwar wirklich ganz, ganz, ganz wenig. Ich habe eine kleine Retuscheebene. Überhaupt nicht der Rede wert. Das will ich dir jetzt auch gar nicht zeigen. Das Einzige, was ich wirklich gemacht habe, du siehst, die Farbebene oder die Farbgruppe ist komplett leer, genauso wie die Look-Gruppe. Und ich habe eigentlich nur eine Ebene, Dodge and Burn. Und die habe ich dazu genutzt, um, ja, gewisse Glanzstellen hier auf der Brust oder im Gesicht oder auch hinten auf den Beinen ganz minimal noch zu intensivieren. Ja, oder hier über den Augen, da habe ich noch einen ganz kleinen Glanzeffekt reingesetzt, aber mehr habe ich nicht gemacht. Alles andere ist wirklich komplett in der RAW-Konvertierung passiert. Und die sind wir zusammen jetzt einmal komplett durchgegangen. Ja, soweit so gut. Das ist meine RAW-Konvertierung. Und wenn du dazu Fragen hast, stell sie sehr gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, abonniere den Kanal, wenn dir das gefallen hat. Und nee, andersrum. Abonniere den Kanal, wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen da. Und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Achso, wenn dir solche Videos gefallen, wenn du mehr davon sehen willst, wie das so ein bisschen
wie so einiges hinter den Kulissen aussieht, dann schreibt es unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.